und willkommen zurück bei Minecraft. Wir haben ein Straßenproblem. Das heißt, das ist eigentlich zu hoch, um gut zu sein. Aber ich habe hier auch überall einen Absatz. Na gut, hier habe ich keinen Absatz drin. Du müsst jetzt die ganze Straße nochmal neu machen, nur um... Finde ich ja auch doof. Oder... Oder. Wartet mal. Ich probiere mal kurz was aus. Wenn ich jetzt hier das hier wegnehme... Also hier geht die Straße mal nicht lang. Das ist so. Machen wir es mal so. Nehmt das alles mal wieder weg hier. Ich kann mich ja so ein bisschen durch den Berg graben. Das dürfte ja eigentlich theoretisch möglich sein. Die Sonne geht schon wieder unter. Ach ja. Hier schon wieder Kohle. Meine Güte. So, wenn ich jetzt hier quasi weiterbaue... mir quasi diese Ecke hier spare, sondern dass ich so ein bisschen den Berg reinzimmere, könnte das vielleicht besser hinkommen. Mal gucken. Ich gehe erstmal wieder in Richtung Schlafstadt oder Bettstadt, wie auch immer. Und werde mich dann mal ein bisschen hinlegen, wenn ich dann noch rechtzeitig hinkomme. Sieht aber schön aus mit dem Abendrot. Muss man dem Spiel mal lassen. Oder quasi eher dem Shader. Fängt schon wieder an. Auf, bring mich nicht um. Geh weg. Ja. Ihr spinnt ja wohl alle vollkommen. Na klar, bring mich erstmal um, du Scheißspinne. Hab ich noch. Nein, doch, ich hab noch Brot. Meine Güte. So, jetzt lege ich mich jetzt ins Bett und hoffe, dass da kein Viech ankommt und mich weckt. Hilfe? Okay, es sieht alles ganz ruhig aus. Ja, also so ein Problem hätten wir dann im Creative Mode auch nicht, aber egal. Weil zum Beispiel, wenn man das Thema jetzt mal fortführen möchte, habe ich ja gesagt, dass ich mit dem NPC-Mod hier einen Haufen Leute reinbringen möchte eigentlich. Und das ist ja zum Beispiel auch nicht im wirklichen Survival Mode enthalten, deswegen wäre das ja auch schon wieder so eine Art Creative Modus. Aber an sich, naja, eine Möglichkeit des Spiels, sofern man jegliche Mods im Internet als Möglichkeit des Spiels bezeichnet, also, naja, wäre mal interessant zu wissen, was man davon denkt. So, ich grab mich mal hier so ein bisschen in den Berg rein, falls man das mal mitbekommen möchte. So... Ich meine, momentan läuft ja auch die E3. Wenn ich jetzt mal als eigentlich eher Casual Gamer darauf eingehen darf. Und was mir da auf jeden Fall so ein bisschen ins Auge gefallen ist, ist natürlich Mirror's Edge 2. Ich hatte ja eigentlich ursprünglich vor, als erstes Let's Play auf diesem Kanal Mirror's Edge zu machen, weil mir das Spiel schon sowieso gut gefallen hat. Da gab es aber einige technische Probleme irgendwie, hat die Aufnahme ziemlich geruckelt und war kacke. Ja, aber ich denke mal, vielleicht kriege ich das jetzt irgendwie hin mittlerweile. Mit ein bisschen mehr Experienz kann man das vielleicht hinbekommen. Ja, Mirror's Edge 2 sieht natürlich auch sehr gut aus. Ja, und das Spielprinzip hat mir ja schon von Anfang an gefallen, das heißt, Teil Nummer 2 wird mir vermutlich auch ganz gut gefallen. Ja, und wenn möglich, werde ich da mal einen Blick drauf werfen, obwohl es natürlich wieder, was weiß ich, 50, 60 Euro kosten wird, das Spiel. Was eigentlich ein bisschen schade ist. Naja. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier gucke. Ich grab mich einfach mal den Berg hier hoch und überlege mir mal so im Hintergedanken, wie ich hier rauskommen werde. So, mal gucken. Dann mache ich das hier noch so ein bisschen schluchtenmäßig, hier die Straßenecke, und da ist es eigentlich, glaube ich, auch in Ordnung. Da ist noch Kohle, habe ich die übersehen? Kann ja gar nicht sein. Kohle, so. So, mal sehen, da kommt erstmal das hier rein, dann kommt dort das hin. Wo ist denn hier die Straßenecke? Die Straßenecke wird ungefähr hier sein, also bei dem Block. Mal gucken. Das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen Messarbeit, aber mal gucken. Das muss weg.
Das muss auch weg. Da könnte man zum Beispiel auch wesentlich mehr mit Cleanstone bauen. Naja. Ach ja, und zu neuen Spielen noch. Ich meine, ich muss ja zugeben, dass man gerade rein Let's Play technisch von bekannten Persönlichkeiten damit relativ zugekackt wird. Wie das ein Kommentar so schön gesagt hat. Also Gronkh haut ja mittlerweile wie viel? 6, 7 Videos pro Tag raus. Muss erstmal Zeit haben, sich das anzugucken. Dann möchte man vielleicht noch sich was auf Game One angucken. Dann vielleicht auch mal bei Valtiti reingucken und so weiter und so fort. Also rein unterhaltungstechnisch hat YouTube doch schon einiges zu bieten oder auch andere Webseiten, um mal hier gerecht zu bleiben. Also muss erstmal Zeit finden, den ganzen Mist sich anzugucken. Und nebenbei noch selber zocken. Also puh, das ist schon ein anstrengendes Leben, was man hier so hat. Aber naja. So, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wo ich das eigentlich hinbauen wollte. Wo war die Ecke? Hier war die Ecke. So, da ist das vielleicht auch etwas smoother, keine Ahnung, etwas galanter hier, die Eckführung. Und vielleicht haut das sogar halbwegs vernünftig hin. So, hier kommt Cobblestone hin, Cobblestone, Cobblestone. Wir bauen hier so viel mit Cobblestone, ey, das müsste man echt mal ändern. Aber ist halt ein bisschen schwierig. Naja. So, hier wird das auch mal weggeklopft. Wenn ich jetzt hier wieder einen 2er Unterschied habe, dann gehe ich aber in die Decke. Also ein bisschen zumindest. Aber es sieht eigentlich relativ gut aus, oder? Slap, slap, slap. Stein, Stein, Stein. Ja, das sieht richtig gut aus. Das freut mich einigermaßen. So. Weil ich meine, ich könnte die ganzen Straßen zwar auch mit Treppen machen, aber es ist ja eine Straße und kein Weg, also kein Weg für Fußgänger. Man müsste auch mal bedenken, dass hier vielleicht irgendein Fuhrwerk runter müsste und da möchte ich vielleicht den Anstieg nicht so steil haben und nicht so treppenmäßig, obwohl das natürlich in Minecraft etwas schwierig ist. Ja. Ach, und noch ein Spiel, was mir quasi... Na, eigentlich habe ich es ja schon, seitdem es irgendwie angekündigt wurde, so ein bisschen im Auge gehabt. Aber seitdem ich mir jetzt die erste Folge beim Herrn Sarrazar angeguckt habe, muss ich mal sagen, sieht relativ gut aus, also sieht eigentlich richtig gut aus. Und das ist nämlich The Last of Us. Also ich bin ja etwas weggekommen, also eigentlich bin ich überhaupt nie da gewesen bei The Walking Dead. Obwohl man das zum Beispiel auch mal angucken müsste, aber wann zur Hölle, wann? Egal, also müsste man halt auch mal angucken. Ja, und jetzt gibt es halt The Last of Us, was so ähnlich gelagert ist, also von der Story her, von dem ganzen Gameplay vermutlich her. Aber es sieht wunderbar gut aus und schon die ersten 15 Minuten waren richtig gut inszeniert. Also langsam habe ich so doch das Gefühl, dass ich unbedingt mal eine PS3 bräuchte. So ein bisschen das Gefühl hat man so, ne? Tja, mal gucken. Ich meine, wenn die PS4 jetzt raus ist, wird die PS3 vielleicht noch ein bisschen im Preis sinken. Ich meine, die gab es jetzt schon, glaube ich, mit 2 Controllern für unter 300 Euro. Also wäre vielleicht mal ein Gedanke wert. Aber mal sehen, was die Zukunft so bringt. Tja. Es gibt viele schöne Spiele. Ach so, falls man jetzt gerade mal meine Lautäußerungen mitbekommen möchte, also quasi verinnerlichen möchte, es gibt dann hier doch noch, oder, nee, gibt's nicht, ich dachte schon. Warte mal, ich mach das erstmal hier alles raus. Das war ein bisschen sinnlos, warte mal, also lassen wir das mal. Ich dachte schon, hier wäre ein Fehler aufgetreten, aber ist zum Glück gar kein Fehler, weil wir haben ja hier noch eine Stufe frei. Boah, hätten Sie es gedacht, dass es so schön hinkommt? So, jetzt pflastern wir nämlich das alles hier mit Slabs. Ha. Und schon ist die Straße soweit fertig, was die Straßenführung anbelangt. Ne? Da kann ich hier unten die Brücke schön bauen, da kann ich da oben das Wasser reinlassen. Dann führt die Straße halt hier so ein bisschen durch den Berg durch, das macht ja eigentlich gar nichts. Und diese Straßensache hier kann mal weg. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Ja, tja.
Also eigentlich würde mich das echt freuen, wenn ich das hier im Creative Mode bauen könnte. Aber mal sehen. Was ist denn das eigentlich? Wilderness? Ah. Was sind das eigentlich für Instrumente da gerade? Ich überlege gerade, was soll denn das für ein Instrument sein? Ist es eine E-Gitarre da? Hm. Also Schlagzeug ist dabei, ist klar. Hm. Ist ja natürlich auch eine geile Sache, wenn man seine eigenen Let's Plays mit eigener Musik hinterlegen könnte. Wenn man sich mal irgendwann ein Musikinstrument seiner Wahl schnappt, was man auch spielen kann, das wäre zum Beispiel auch relativ praktisch. Und dann quasi die Let's Plays mit seiner eigenen Musik versehen könnte. Finde ich auch eine tolle Idee, aber leider bin ich, was Musikinstrumente angeht, völlig ungebildet. Ich meine, vielleicht kann ich das ja mal ändern irgendwann, aber nicht in diesem Jahrtausend, wie man so schön sagt. Was ist das für ein Instrument, frage ich mich. Dieses. Hm. Keine Ahnung. Hab leider keine Ahnung. Egal, so, jetzt haben wir hier so ein bisschen einen Berg in der Mitte. Der umschließt so ein bisschen die Straße oder steht halt mitten drinne. So, jetzt möchte ich halt da oben die Brücke bauen und dann hier unten so ein Wasser lang fließen lassen. Hm. Mal gucken. Ich schreibe ja mal die Schippe und schippe da mal so ein bisschen rum. Ich meine, das ist jetzt eigentlich eher eine Nebensache, dieser Wasserfluss, aber. Doch ein Teil, den ich hier gerne einbauen möchte. So. Also hier soll dann das Wasser lang fließen ungefähr. Zum Beispiel könnte man dann auch die ganzen Wasserflüsse mit Kies versehen. Ich meine, eigentlich habe ich ja viel Kies, vielleicht mache ich das sogar. Mal sehen. Warum ist es eigentlich hier so verdammt dunkel? Habe ich noch eine Fackel dabei irgendwo? Sieht jemand Fackeln? Ich habe aber Stöcke dabei und ein bisschen Kohle. So, Fackeln. Fackel. So. Außerdem wird es schon wieder Nacht. Meine Güte. Und da wäre uns zum Beispiel auch die Nacht völlig egal. Ich meine, ich lasse es jetzt hier drinnen. Ich könnte auch die Monster ausschalten, ja. Aber wenn wir uns schon im Survival-Mode befinden, dann muss ja auch ein bisschen Survival am Start sein. Aber wenn wir einfach so richtig schön durchbauen könnten, wäre eine tolle Sache. Naja. So. Ausgeschlafen und weiter geht's. Da kann ich ja gleich mehr hochhirschen. Oder habe ich zufällig Gravel dabei? Ich habe erstmal 52 Gravel dabei. Verbrauche ich den erstmal. Weil ich meine, so ein ordentlicher Bach muss auch ein Kiesbett haben. Puh. Ich meine, ich weiß ja nicht, wo ihr so aufgewachsen seid, aber. Ich muss sagen, dass ich früher immer das Spielen am Bach relativ schön gefunden habe. Also wenn man sich da halt irgendwie an irgendeinen Waldbach oder Wiesenbach oder Wald- und Wiesenbach gesetzt hat und halt so ein bisschen hier die Mühle am Rauschenbach gemacht hat, also irgendwelche Wälle aufgetürmt hat, irgendwelche lustigen Wasserläufe hingefriemelt hat, irgendwelche Sachen, die man jetzt eigentlich nicht mehr so tut, war eigentlich schon eine schöne Sache. Schippe. Habe ich überhaupt noch eine Schippe? Nö. In meiner weißen Voraussicht habe ich nicht noch eine Schippe. So, mal sehen. Also, ich schnapp mir mal den Gravel und pack den mal hier unten rein und dann werde ich mal gucken. Also, das ist die Straße. Also, eigentlich müsste ja rein theoretisch hier auch noch quasi ein Geländer an die Seite, damit man nicht runterfliegt. Ja, eigentlich schon. Das ist schon richtig. Puh. Also müsste hier noch ein Block dran. Da müsste hier natürlich noch ein Block hin. Sodass man denn hier so das Geländer runterbauen kann. So, dann müsste das hier ein Steinblock sein. Dann müsste das Steinblock. Moment, warte mal. Ein Steinblock, glaube ich. Steinblock. Und so weiter halt sein.
damit man hier an die Seite noch ein Geländer draufsetzen kann, damit man da nicht in den Bach abhaut. Dann mache ich das hier mal auch so, damit das halbwegs gleich ist. So, genau. Hoppala. Nee, weil wenn wir hier ein Geländer an der Straße haben, dann kann man das zum Beispiel unter Umständen als Leitplanke bezeichnen, was überhaupt nicht reinpassen würde ins Setting. Aber man würde zum Beispiel davon abgehalten werden, hier einfach aufs Feld zu hüpfen. Oder wenn man zum Beispiel wilde Stiere durch das Dorf treibt oder durch die Stadt, dann rennen die nicht überall hin. Ja, so ist halt die Überlegung. Okay, ich überlege mir mal, das könnte das Ende der Folge sein. Und ich sage auch noch Tschüssi und auf Wiedersehen.